Einen wunderschönen guten Tag hier aus Schweringen. Schweringen? Schweringen, genau so ist es. Und das Thema von heute lautete Macht, Geld, Sinn. Und mein Gast Andreas Popp, dem einen oder anderen sicher sehr bekannt, zurzeit vor allem bekannt mit dem Plan B. Und ich wollte einfach mal fragen, was ist Plan B? Vielleicht sollte man erstmal klären, was Plan A ist, denn der läuft nämlich gerade und das scheint ja nicht der richtige Weg zu sein. Und das war natürlich unsere Motivation, sich mit einer Alternative zu beschäftigen. Und wir haben festgestellt, es gibt zu viele Leute, die uns immer wieder erzählen, was ihnen nicht gefällt. Aber die Problematik ist, was ist zu tun? Und da versuchen wir jetzt im Rahmen einer Brückentechnologie erst einmal die Verelendungsangst, die ja systembedingt vorhanden ist, abzubauen, um dann auf einem vernünftigen Niveau weiter zu überlegen, wie es weitergeht. Aber ich glaube, wir sind da schon recht weit entwickelt im Moment. Konkret, Plan B, was soll passieren? Ich denke, wir wissen alle, dass wir einen Umverteilungsmechanismus haben, nicht von Arm auf Reich. Denn die Armen haben gar nichts zu verteilen, sondern von fleißig auf Reich. Denn nur die fleißig sind, haben eben halt etwas zu verteilen. Und man muss sich einfach vor Augen führen, wenn eben halt jemand zum Beispiel 1 Milliarde erbt und diese Milliarde verzinst angelegt bekommt, dass eben halt 50 Einfamilienhäuser umgerechnet im Jahr ungefähr an Zinsen fließen. Und das ist natürlich eine massive Umverteilung, die stattfindet. Aus diesem Grunde haben wir versucht, die Ursachen seit vielen Jahren, ich mache das ja schon seit Jahrzehnten, uns auseinanderzusetzen, zwar mit dem verzinsten Geldsystem und eben halt dieser nicht gedeckten Währung. Das sind ja unglaublich viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Die Details sind gar nicht so relevant, wie viele glauben. Deshalb gibt es so viele Diskussionen. Wir haben ein System aufgebaut auf 4 Säulen. Das eine ist ein neues Geldsystem, ein fließendes Geldsystem. Das nächste ist eine Bodenrechtsfrage, die gestellt werden muss. Das heißt, eine Sozialisierung des Bodens. Es geht hier nicht, wie es natürlich gleich immer suggeriert wird, um eine Enteignung oder sozialistisch, sondern um eine soziale Bodenordnung. Die muss angesprochen werden. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist Part 3. Auch dazu ist natürlich schon viel gesagt worden, auch über die Finanzierbarkeit. Und die letzte Säule, die wir eingebaut haben, ist eine Art Finanzmedienausgleich, dass wir die Möglichkeiten geben wollen, wie wir auch im Länderfinanzausgleich können, dass also auch alternative Medien die Möglichkeiten haben, mal auf der Frequenz der Tagesschau auf ARD um 20 Uhr zu senden, damit eine gewisse Meinungsvielfalt reinkommt und eine Pressefreiheit deutlich wird, die wir ja verbucht haben. Leider ist die Presse nicht unbedingt selbst frei, weil die Presseorgane wieder Personen gehören und die gehören wieder zu bestimmten Gruppen und das sind ja die Probleme. Das finde ich spannend. Also Punkt 1 bis 3 ist den Zuschauern recht gut bekannt mittlerweile, denke ich. Also fließendes Geld, Grundeinkommen und die Bodenfrage. Der Medienbereich würde mich deutlich mehr interessieren. Was würde deiner Meinung nach in 10 Jahren, wenn man das verändern würde, anders laufen? Ich will es mal sagen, wir haben ja deutlich die Situation, dass die momentanen Medienanstalten natürlich von denselben Menschen besessen wird, im Eigentum und sowohl als auch in dem physischen Besitz, wie denjenigen, denen auch alle anderen Kapitalsammelbecken gehören. Und aus diesem Grunde wird natürlich auch eine Medienauswahl und eine Auswahl der Sendungen natürlich gefahren, die einen natürlich dann schon deutlich befriedigen lässt, die bestimmte Gruppierung, die eben halt die Kohle hat zum Beispiel. Das ist aber kein Angriff und keine Neiddiskussion, sondern einfach nur eine Feststellung. Und ich glaube ganz einfach, diejenigen, die keine Lobby haben, wie zum Beispiel das Volk, es hat keine Lobby. Und wir wollen also beispielsweise durch unseren Plan B, wir haben ja ein Gesetzgebungsverfahren in der Planung. Das sind ja viele Dinge, die da in Planung sind, den sogenannten Politikern, wir nennen sie sogar Politikdarsteller, was immer als Angriff empfunden wird oft, meinen wir natürlich nicht. Wir berufen uns auf Horst Seehofer, der ja deutlich gesagt hat, dass die Politiker nichts zu sagen haben, sondern nur Politikdarsteller sind. Lässt sich ja nachprüfen. Und dass wir dann den Politikern die Möglichkeit geben wollen, sich dem Volk anzuschließen. Also wir wollen als Lobby des Volkes auftreten. Und da sie Lobbyarbeit gewohnt sind, die Politiker, und auch gewohnt sind, solche Gesetzestexte durchzuwinken. Warum denn nicht mal eine fürs Volk? Also wollen wir ihre Sprache wählen und treten als Lobbyist auf. Aber des Volkes. Eine neue Erfahrung übrigens für die Politiker. Also ich empfinde das als ambitioniert, engagiert. Ich empfinde dich schon lange so. Frag mich immer, woher kommt die Kraft in diesem Typen? Also was ist dein Antrieb? Warum stehst du morgens auf und was treibt dich an, all diese Themen anzupacken?
Ich hatte zwei Alternativen. Ich habe meine Firmen verkauft und war dann recht gut situiert, habe festgestellt, dass je mehr man hat, desto unglücklicher wird man und je weniger man hat, desto unglücklicher wird man. Das ist auch spannend. Die Armen und die Reichen haben identische Symptome, eine sehr starke Unglücksgefühl. Die einen haben Angst vor der Verelendung und die anderen interessanterweise auch. Das heißt, wir sollten versuchen, einen Mittelstand zu erreichen. Und meine Motivation war einfach, soll ich jetzt auf einem Golfplatz stehen und Sekt saufen und mich feiern lassen oder tatsächlich mich für die nachkommenden Generationen einsetzen. Ich habe, das klingt heroisch, vielleicht ist es das sogar auch, ist aber nicht meine Thematik, weil das wird natürlich auch nicht unbedingt geglaubt, solche Aussagen. Aber ich habe eben halt zwei erwachsene Söhne, drei Enkel und darüber mache ich mir schon Gedanken, weil die sollen auch mal eine Chance haben und das ist eigentlich die ganze Motivation. Wunderbar. Ansonsten bist du ja im März mit dabei. Ich freue mich schon sehr drauf auf März. Wir haben uns ja nun schon darüber unterhalten und das wird eine große Sache. Ich hatte ja schon im letzten Jahr in Berlin im Glashaus, hieß es Glaspalast, ne? Glashaus. Glashaus war es, okay, das war mit den Steinen werfen. Also das ist wichtig und das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht und ich habe viele tolle Leute kennengelernt, vor allem auch die jungen Menschen, weil ich versuche natürlich auch immer wieder diese Brücke zu bauen. Deshalb trete ich auch sehr oft mit einer Krawatte auf, um den Leuten das Gefühl zu geben, ich bin ja einer von der anderen Seite und dann komme ich plötzlich und spreche ihre Sprache. Wenn ich übrigens vor Banken oder Versicherungsverbänden auftrete, dann habe ich öfters einen Pullover an und nicht unbedingt Gummistiefel, aber ich bin dann eher der saloppe Typ, wo ich wieder die Gegenseite repräsentiere und dann stellen sie fest, ach, was er sagt, könnte ja vielleicht doch ganz vernünftig sein. Also ich versuche da auch so ein bisschen den Bogen zwischen den Generationen und den Möglichkeiten zu spannen, denn wir leben alle auf derselben Welt und als die Titanic untergegangen ist, sind die Luxussuiten mit abgesoffen. Wunderbar. Du hast vor kurzem in Walsrode eine Veranstaltung gehabt. Walsrode, so groß wahrscheinlich wie Köthen, waren 1000 Besucher meiner Information nach. Worauf freust du dich am meisten? Also vom 10. bis 16. März findet der Geldkongress statt. Am 12. bist du mit an Bord und auf der Bühne als Heros erlebbar. Und worauf freust du dich am meisten bei dem Kongress? Ich freue mich auf die Vielfalt, weil für mich ein ganz wesentlicher Punkt ist die Toleranz. Und bei so vielen Tagen kriegt man keine wirkliche hundertprozentige Linie rein, dass schon wieder irgendwelche Paradigmen aufgebaut werden, sondern tatsächlich die Vielfalt da ist. Und darauf freue ich mich ganz besonders, dass alle in verschiedenen Farben und Formen auftreten können, ihre Meinung sagen können und dann können die Menschen selbst entscheiden, was ist für sie gut und was nicht. Und das fühlt man auch im Bauch. Dann danke ich dir für Ich danke dieses dir. Gespräch. Super Gastgeber hier in Schweringen. Ansonsten freue ich mich auch, euch zu sehen auf dem Geldkongress und grüße hiermit meine 3820 Abonnenten und die Frage beim nächsten Mal weiterhin: Macht Geld Sinn? Der Geldkongress 2012. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.